So, und da sind wir schon wieder zurück. Grand Prix 2, letztes Rennen war der große Preis von Imola gewesen und jetzt geht's weiter mit dem großen Preis von Monaco. Ein sehr prestigeträchtiges Rennen in der Stadt, im Land Monaco, in der Stadt Monte Carlo, beziehungsweise im Stadtbezirk, und wir starten direkt mit der Qualifikation. Das ist ein sehr langsamer Kurs mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ungefähr 150. Also ich glaube nicht, dass wir hier sehr viel reißen werden heute an diesem Rennwochenende. So, hier müssen wir natürlich, Spoiler, müssen wir sehr hoch. Ich denke, können wir so lassen vielleicht. Getriebeübersetzung muss für schnelles Beschleunigen ausgelegt sein. Geschwindigkeit ist ja nicht so wichtig. Hauptsache, wir kommen relativ schnell aus den Kurven raus. So, was gibt es noch? Spezielle Optionen. Bodenfreiheit könnte man vielleicht zulassen. Was das alles hier ist, die Einstellungen, habe ich keine Ahnung, lasse ich einfach so dastehen. Ich denke mal, mit der Fahrzeugeinstellung gehen wir jetzt einmal in die Qualifikation. Habe nämlich einen kleinen Schreck bekommen. Ich habe gedacht, ich hätte das hier irgendwie vermasselt. Ja, dass wir hier nochmal Imola fahren müssten, aber dem war nicht so. Zum Glück, weil, ja. Weil ich dachte, ich hätte das in die RAM-Disk gepackt und das Savegame von nach dem Imola Grand Prix wäre weg, aber dem war nicht so. Zum Glück. So, es geht los. Und ja, in diesem Rennen gab es auch 94 einen schweren Unfall mit Karl Wendlinger und er ist am Tunnel abgeflogen, hat sich dabei schwer verletzt und lag ein paar Wochen im Koma. Er konnte zwar in der Saison 95 wieder an den Start gehen, aber er musste dann aufhören, weil er nicht mehr richtig fahren konnte. So, durch Casino und die Mirabeau-Serpentinen, nenne ich es einfach mal hier, am Grand Hotel oder Löw's, wie auch immer die Kurve jetzt heißt, das ändert sich ja regelmäßig. Mach mal ein bisschen leiser in meinem Headset, das ist doch schon relativ laut jetzt bei mir. So, und durch den Tunnel. Der Tunnel ist die einzige Stelle, wo man ein bisschen schneller fahren kann. Aber ansonsten, wie schnell erreichen wir hier? 260, na, das ist jetzt auch nicht so schnell. Vielleicht könnte man den sechsten und fünften Gang noch ein bisschen mehr übersetzen. Ich weiß nicht, wir müssen einmal gucken, welche Rundenzeiten wir jetzt hier fahren in der ersten Qualifikation. Und ja. So, durch das Swimmingpool und dann geht die nächste Kurve, das ist Raskas. Pokémon-Fans sagen auch Ratzfatz dazu, zu dieser Kurve. Nein, sie heißt Raskas natürlich, da geht es in die Box. Und jetzt geht es wieder auf Startziel und die erste Runde, die wir auf Zeit fahren werden. Ist da irgendjemand schon vor uns? Damon Hill, der hat aber offensichtlich genug Abstand. Oh, harter Verbremser, das kostet schon Zeit. Da geht's hinauf, Bourivage. Oh, wieder verbremst. Das ist nicht gesund für die Reifen, wie wir hier fahren. Unser Startnummer 23 im Minardi. Machen wir ein bisschen mal hier die TV-Perspektive. Jetzt geht's durch den Tunnel. Und anbremsen auf Nouvelle Chicane, so heißt das Ding. Da geht es an den ganzen Yachten vorbei, wo immer sehr viele VIPs los sind und unterwegs sind. Der Rundenrekord ist hier 1:14.439, wurde aufgestellt von Michael Schumacher im Jahr 2004. Da kommen wir nicht ran an diese Zeit, so wie ich das hier sehe.
Na gut, 2004 ist auch 10 Jahre später, da waren ja auch alle dann wieder schneller, alle Autos. Aber wir haben eine 1,28. Naja, werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass das so schnell ist. Das ist, glaube ich, keine gute Zeit. Wer ist hinter uns? David Mark Brundle. Der scheint aber auch nicht schneller zu sein. Jedenfalls haben wir offensichtlich den ersten Platz auch noch weiterhin inne. Ja, der Mark Brundle ist langsamer. Das ist schon mal sehr gut. Wir sind schon mal nicht letzter. Jetzt sind wir... Oh, Schumacher hat uns fast 2 Sekunden abgenommen. Ich könnte man wirklich, ich sag mal so, 5., 6. Gang ein bisschen höher übersetzen, weil man kommt ja eigentlich nur hier im Tunnel auf diese hohen Geschwindigkeiten, dass man da wenigstens ein bisschen schneller ist. Vielleicht könnte man auch mit dem Heckflügel auch noch ein bisschen runtergehen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wobei ich Heckflügel, den würde ich eigentlich gern so lassen. Das sieht jetzt nicht so schlecht aus und da waren wir wieder ein bisschen schneller. Jetzt sind wir mittlerweile auf den 5. Platz zurückgerutscht. Aber wir haben auch sehr viele blockierende Räder hier, das kann glaube ich auf Dauer nicht gesund sein. Und jetzt geht's wieder durch Raskas. Auf 6. Platz sind wir schon zugerutscht. So, aber es ist deutlich verbessert, wir sind jetzt 4. Eine Runde können wir noch fahren. Wobei 4. Platz, am Start alle überholen, möglichst nicht crashen wie im letzten Rennen und dann alle einfach behindern. Das könnte natürlich auch eine Taktik sein. Da vorne fährt einer, das ist David Brabham. Er ist gerade auf seiner, würde ich sagen, auf seiner Zeit. Das kostet uns jetzt natürlich ein bisschen Zeit und wir waren ein wenig langsamer. 1/10. Na gut, dann fahren wir einfach mal in die Box. Dieser Runde. Ja, das reicht nicht, um Martin Brundle vor uns im Tunnel zu überholen. Ne, David Brabham natürlich, was rede ich von Unsinn. Verbremser. Und ja, rausbeschleunigen. Und ja, das hat uns sehr viel Zeit gekostet. Die Runde können wir sozusagen vergessen. Fast eine Sekunde Rückstand, aber es ist immer noch 4. Martin Brundle mit einem MTV-Auto. Mach dich vorbei an. Wir fahren jetzt in die Box. Und da sind wir in der Box. Da halten wir uns natürlich strikt an das Tempolimit. Nicht, dass wir eine Strafe kriegen. Und da ist mein Team. Cool. So, Wageneinstellung. Da gehen wir noch ein bisschen was ran hier. Ich würde fast schon denken, dass wir hier tatsächlich ein bisschen höher gehen. Nochmal. Vielleicht hier ein Stück runter. Und Heckspoiler. Ah, schwer zu sagen, aber vielleicht doch ein bisschen mehr Spoiler geben. Ich mache einmal einen Spoiler hinten mehr. Das ist vielleicht in Ordnung. Oder, nee, ich gebe noch ein bisschen mehr drauf. Mal gucken, wie wir dann im Tunnel hoffentlich etwas schneller fahren, was uns dann auch ein bisschen Zeitvorteil bringt. So, zurück ins Cockpit. Und weiter geht es. Sprit brauchen wir mal neu. 5 Runden reichen. Reifen, die lassen wir einfach mal so. Eingefahrene Reifen sind wahrscheinlich sehr gut. Wir sind immer noch 5. Das überrascht mich jetzt immer noch ein bisschen. Das wäre wahrscheinlich doch nicht so schlecht. Aber jetzt werden wir sehen, wie gut unsere neue Einstellung ist. So, jetzt raus auf die Box. Bloß nicht die Linie überfahren. Oh, das war schon recht knapp. Ich glaube, die Linienregel, die gab es 94 doch nicht. Die kam erst jüngst dazu.
Und wir sind schon ein bisschen schneller. Das könnte sich vielleicht auszahlen unter Umständen. Aber hier ist gerade wichtig, dass man in den unteren Gängen eine gute Beschleunigung hat. 26,5, das ist 7 Zehntel langsamer als Schumacher mit 25,8. Also im ersten Sektor, na gut, wir sind aus der Box gefahren, das kostet natürlich dann noch Zeit. Wir sind hier schon im Tunnel etwas schneller, na gut, so schnell auch nicht, vielleicht 10, aber 10 km/h, das kann sich letztendlich auch auswirken. Eine Sekunde doch langsamer, ob das jetzt an den Einstellungen lag oder daran, dass wir gerade aus der Box kommen, das werden wir in der zweiten Runde sehen, der Qualifikation in Monaco. Vor uns irgendwie noch? Nee, keiner. Just Verstappen in der Box. Just Verstappen meine ich natürlich. Nicht Verstappen. Und weiter geht es. Jetzt zählt einfach mal die Runde. Da kommt einer aus der Box. Das ist David Coulthard. Das wurde schon recht eng dort. So, was macht dich lieber, du. Ja, los, wir quatschen doch hier vorbei. Das war Oliver Panis. Und das gucken wir uns mal an in der ersten Wiederholung. David Coulthard und Oliver Panis kamen dort auf die Strecke, aber ich denke mal, die Sache mit Panis wird uns sicher schon etwas Zeit gekostet haben hier. Dass wir uns hier so vorbeiquetschen, aber anders war das hier, glaube ich, nicht möglich, schnell vorbeizukommen. Und weil es in der Kurve war, hat uns das sicher auch nicht so viel Zeit gekostet. Aber die kleben hinter uns. Können wir die abhängen? Das ist jetzt einfach mal so eine Probe, sag ich mal, ob man die abhängen kann jetzt mit diesen Einstellungen. Es sieht nicht danach aus, die kleben förmlich mir am Heck. Oh, das hat aber doch schon Zeit gekostet. Eine Sekunde, in 7 sind wir langsamer. Ich befürchte, diese Fahrzeugeinstellung, die ich jetzt habe, die ist doch nicht so gut. Oder? Jetzt im Tunnel hängen wir die ab, aber das wird uns nicht viel bringen, wenn wir auf den langsamen Abschnitten so viel Zeit lassen immer. Wir sind aber immer noch 5, das finde ich sehr interessant. Das ist aber schon 2 Sekunden Rückstand. Oh, da sind wir leicht angeschlagen. Die Runde, die ist für die Tonne. Und da schon wieder, naja, okay. Ich glaube, die Einstellung, die ist doch nicht so toll, wie ich dachte. Aber wir können die hinter uns schon ein bisschen auf Distanz halten, obwohl wir zweimal angeschlagen sind. Also das macht schon ein bisschen... Oh, hier waren wir auch ein bisschen schneller schon. Also haben wir jetzt nochmal 6 Zehntel. Das könnte vielleicht doch was werden, ja? Ich probiere das mal aus. Da sind wir nur 5 Zehntel langsamer als Schumachers Referenzzeit, nenne ich es einfach mal. Und da vorne ist wieder einer, der uns hoffentlich nicht behindern wird. Das ist Andrea de Cesaris und davor ist dann der Nächste. Was sagt die Zeit? Oh, wir sind etwas schneller, aber das ist vernachlässigbar, diese 500stel. Und da ist der Typ, der hinter uns David Coulthard, müsste das sein. Und rast wahrscheinlich auf den Tunnel. Tunnel, wie man in Frankreich vermutlich sagen wird. Also Monaco spricht man ja Französisch. So, jetzt Schikane, Hafenschikane. Und ab dafür früh rausbeschleunigen. Und dann wieder Zeit verloren. Aber wir sind immer noch Fünfter, komischerweise. Das finde ich sehr interessant. Dass immerhin noch kein anderes Auto schneller war, obwohl wir eigentlich recht langsam sind. Mit unserer Zeit 2 Sekunden langsamer als Schumacher.
Vielleicht liegt das daran, dass wir hier einfach alle behindern. Und ab dafür. Und dann waren wir da etwas langsamer. Jetzt sind wir also auf den 7. Platz zurückgefallen. Und der Kultat kommt uns da gefährlich nahe. Er will sicher überholen, aber er kann nicht. Weil man in Monaco traditionell nur schlecht überholen kann. Oh, jetzt sind wir ein bisschen zu weit rausgekommen. Na gut, fahren wir nochmal. Ne, wir gehen einfach jetzt ins nächste Training einfach, sag ich mal, spontan. Ach so, nein. Zeitraffer müssen wir da auswählen und gucken, was die anderen so fahren. Schumacher ist der Einzige, der war aber deutlich schneller. So, mal schnell hier speichern. Und dann geht's weiter mit dem Samstagsqualifikationstraining. Ich denke, wir werden noch mal ein bisschen mit den Spoilern runtergehen und hier hinten noch mal ein Stück vielleicht was anpassen. Na gut, ich finde den Abstand zwischen 4. und 5. Gang, der ist recht hoch. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das so funktionieren kann. Wir probieren es einfach mal aus. Ich speichere mir das mal dann einen anderen Namen ab. Was weiß ich? 2. CSD, ja. Ich glaube, so schnell wie Schumacher werden wir ja zwar nicht fahren, aber es wäre schon schön, wenn man da so annähernd rankommen würde. Und da geht's los in das 2. Qualifikationstraining. Wir haben sehr viel durchdrehende Reifen. Ich glaube, das ist auch nicht so normal. Haben wir uns jetzt neue Reifen genommen? Weiß ich gar nicht. Egal, soll mir egal sein. Gucken wir dann einfach mal. So, erstmal die ganz gemütliche. Und los gibt Ketter. Wir machen jetzt auch eine ganz gemütliche Outlet, meinte ich natürlich. Man könnte auch mit noch mehr Flügel fahren, aber dann wären wir ja eigentlich noch langsamer dann hier, was ich ungefähr so gut ist. Hier sind wir auch, naja, etwas schneller als vorher sind wir jetzt an der Stelle schon, aber ob das jetzt so was bringt. Na gut, das werden wir dann einfach sehen. Überholen kann man hier eh nie, das ist relativ egal, würde ich einfach mal sagen. Oh, angeeckt. Ganz leicht. Und da geht's in unsere erste schnelle Runde, die gezeitet wird, beziehungsweise gewertet wird hier in Monaco. Durch die Saint Denis hoch, Beau Rivage. Die lange Gerade hier, und dann ist einfach mal hinauf nach Massenet. Das ist jetzt hier diese Kurve. Am Casino vorbei. Durch die gleichnamige Kurve, Casino. Und herunter durch die schönen Serpentinen.
Monaco ist ein Straßenkurs. Wer nach Monaco mal zum Urlaub fährt, kann die Strecke daher auch selber befahren. Muss sich natürlich an die Straßenverkehrsordnung halten, was eigentlich verständlich sein sollte. Würde ich sagen, die Zeit hier ist deutlich langsamer als die in der ersten Qualifikation. 1,28 hat man da gefahren und jetzt sind wir schon bei 1,30 fast. Das ist immer 2 Sekunden langsamer, ne? Das finde ich nicht schön. Da gehen wir einfach nochmal rein und nehmen mal die erste hier. Das ist die und ändern die einfach mal nochmal ab. Ich weiß allerdings noch nicht genau wie. Vielleicht noch mit dem Frontspoiler ein bisschen hoch. Und ich glaube, ich lasse die einfach so. So schlecht war die eigentlich gar nicht. Damit fahren wir jetzt einfach nochmal eine Runde. Achso, ich hatte keine neuen Reifen drauf. Jetzt aber fahren wir einfach hier nochmal eine Runde und dann. Ich habe die Pole Position gehabt. Jetzt bin ich Zweiter. Im Moment für Luigi Martini, den wir hier spielen, nenne ich es mal. Boah, diese Motorenzauns, wenn die hier vorbeifahren, das ist schon geil. Am Casino vorbei, vielleicht können wir unseren Siegespokal, den wir ja sehr wahrscheinlich nicht gewinnen werden, dort einlösen und dann am Roulette spielen. So, Mirabeau Hot heißt die Kurve, also sozusagen obere Mirabeau. Dann durch den Grand Hotel oder Löwst Kurve. Dann Mirabeau Bass für unteres, untere Mirabeau Kurve. Portier heißt diese Kurve, Kurve 8 ist das und jetzt geht's raus auf den Tunnel, das ist Kurve 9. Das ist ein bisschen kurvenförmig, jetzt mittlerweile schon auf den 11. Platz zurückgefallen. Durch die Hafenschikane. Diese Runde hier, die wir fahren, die zählt noch nicht, das ist erst die Outlap. Und da müssen wir einfach nochmal Gas geben jetzt, dass wir eine ordentliche Zeit nochmal hinknallen. So, und da geht's los. Die Runde, die zählt jetzt. Wir, irgendeiner ist vor uns und behindert uns. Nee, wir haben Platz nach vorne, das ist sehr gut. David Brabham ist schon irgendwo in den Serpentinen dort angekommen. Also wo wir jetzt hier sind, da ist er schon vorbei, müsste jetzt schon irgendwo Tabak. Kurve sein. Ja, fast eine Sekunde schneller. Sogar schneller als Schumacher in dem Sektor 1, wie ihr oben ablesen könnt. Also ich glaube, die Fahrzeugeinstellung nehmen wir dann einfach mal. Jetzt waren wir wieder schneller. Nicht schneller als Schumacher, aber
dafür deutlich schneller als in der ersten Runde. Also es macht schon sehr viel aus, diese ganz kleinen Unterschiede in den Front- und Heck-Spoiler-Einstellungen und in den Getriebeübersetzungen, die machen hier schon wirklich einen Unterschied von fast 2 Sekunden aus. Das ist schon interessant. ...1,27 sind wir sogar gefahren. Das war noch mal schneller als in der ersten, im ersten Qualifikationstraining. Was ja hier traditionell am Donnerstag stattfindet. Am Freitag ist frei. Also am Donnerstag. Ersten Training, am Freitag frei, wie der Name des Tages schon sagt. Und dann, ja, fangen wir mal in die Box jetzt in der nächsten Runde. Je nachdem, ob jetzt die Runde noch mal schneller wird oder nicht. Kena ist vor uns, das ist sehr gut. Aber sind wir hier langsamer. Okay, dann brechen wir die Runde einfach ab an der Stelle und fahren in die Boxengasse. Irgendjemand hinter uns? Nee. Können wir mal ein bisschen hier TV-Perspektive machen. Ja, ich habe es glaube ich schon erwähnt, es gibt für dieses Spiel auch Editoren und neue Strecken, aber leider scheinen die ganzen, zum Beispiel dieses GP2-Edit, mit dem man sich ja eigene Autos und eigene Fahrer einbauen kann, das geht unter Windows 7 64-Bit leider nicht. Daher geht das halt nicht zu ändern hier, so ich sag mal die Autoskins. Jetzt geht's in die Box. Und da wechselt er dann automatisch die Onboard-Kamera, das finde ich eigentlich recht blöd. Aber gut, kann man nicht ändern. So, und da sind wir schon da. So, jetzt gehen wir einfach raus in den Zeitraffer. Guck uns das mal an. Fünfter sind wir, sechster. Jetzt sind wir, glaube ich, schon. Ne, sechster immer noch. Da sind wir doch so gut. Das hätte ich jetzt allerdings nicht gedacht. Speichere ich natürlich ab. Und dann gehen wir direkt ins Rennen. So, bin ich zurück. Die Qualifikation ging schon fast eine halbe Stunde. Da habe ich also zwischendrin eine kleine Pause gemacht. Das ist unsere Startaufstellung. Michael Schumacher, Pole Position, 2. David Coulthard, 3. Jean Alesi. Milka Häkkinen, 4. 5. Damon Hill, 6. Katayama, 7. Barrichello, 8. sind wir, sehr gut, Gerd Berger, 9. 10. Irvines, 11. De Cesaris, 12. Herbert, 13. Panis, 14. Comas, 15. Alvoretto, 16. Blundell, 17. Heinz-Harald Frentzen, Jos Verstappen auf der 18. 19. Martin Brundle, 20. Gianni Morbidelli, 21. Eric Bernard, 22. Christian Fittipaldi, Alessandro Zanardi auf der 23, 24. Olivier Beretta, 25. Jean-Paul Belmondo und auf dem letzten Platz, dem 26. Platz, das ist David Brabham. Ich habe gerade noch einen kleinen Schluck zu trinken genommen und wir gehen jetzt direkt ins Rennen. Großer Preis von Monaco, ich bin sehr gespannt. Ja, das ist natürlich ein sehr... nicht ganz so die gute Ausgangsposition, die wir haben wollten, aber 8. Platz ist schon sehr gut. Aber die Startposition ist natürlich nicht so toll. Linker Hand. Jetzt sind wir natürlich außen dann vorne an der Kurve. Es sei denn, wir können jetzt mehrere Autos gleich überholen. Okay. Oder ist ein Ferrari neben uns? Oh, 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 uiuiui. Den hätten wir fast im Haufen gefahren. Jetzt möchte ich mich einmal hier durchquetschen. Danke. Das gucke ich mir nochmal in der Wiederholung an, diesen Start. Einmal spontan, weil das machen die am Fernsehen auch immer. Ja, 8 Runden müssen hier gefahren werden. Und es ist 11:45 abends. Bei mir gerade. Mal gucken, was da mit dem Ferrari war. Der war da neben uns. Das müsste eigentlich Gerd Berger gewesen sein. Da gab es aber zum Glück keine Kollision.
Und weiter geht es. Ah, das kann man jetzt hier schon überholen. Berger, hier vorne Mika Häkkinen. Da sind wir, glaube ich, noch nicht vorbei, oder? Nee, doch, doch vorbei. Cool. Wir sind jetzt auf dem 5. Platz schon vorgefahren. Wahnsinn. Das Überholmanöver von David, von Mika Häkkinen möchte ich mir auch gerne mal angucken. Einfach links rausgezogen, da waren wir schon vorbei. Aber das ging ja doch ganz einfach. Als nächstes kommt dann Jean Alesi. Coulter derzeit erster, zweiter Schumacher, dritter Hill. Vierter Alesi, fünfter ist ein Ria, Pierluigi Martini, sechster Häkkinen, gerade wohl, siebter Gerd Berger, achter. Rubens Barrichello, neunter Katayama, elfter De Cesaris. Ne, zehnter natürlich, elfter Eddie Irvine, zwölfter Barnes, 13. Herbert, 14. Koma und 15. unser Teamkollege Michele Alboreto. Da sind wir fast dran an Jean Alesi. Muss rausziehen und dann einmal vorbei an der Kurve. An der Tabak. Nein, das hat nicht gereicht. Also wir sind dran, wir sind dran. Jetzt nicht mehr so, jetzt ist Mika Häkkinen an uns hinten dran. Ich glaube, Jean Alesi, den werden wir gleich haben, hier auf der Stadtziel gerade. David Coulter mit einer schnellsten, mit einer schnellsten Runde, aber wir ziehen jetzt hier erstmal raus. Nein, das reicht nicht. Aber ja, vorne haben wir ja die Chance, ihn so wie Häkkinen zu überholen. Ich glaube, das reicht auch nicht dafür, oder? Heftiger Verbremser. Heftiger Verbremser, da war ich ein bisschen übermotiviert. Aber jetzt vielleicht sind wir vorbei. Ja, mit Berührung, aber wir sind vorbei. Das muss ich nochmal angucken. Ah, der Verbremser ist ja schon in der Wiederholung vorbei gewesen. Weil das Spiel leider bloß 20 Sekunden aufnimmt in der Wiederholung. Aber jetzt hier das Manöver in der Mirabeau-Kurve. Waren wir sehr spät an der Bremse, konnten Alesi dann ein bisschen abdrängen und das hat aber gereicht, um vorbeizufahren. Letztendlich sind wir auf Platz 4 jetzt. Und er möchte rechts außen kontern. Ihr seht jetzt vielleicht ein Rückspiel, aber das reicht nicht. Und er ist jetzt schon aus dem Rennen. Das müsste Johnny Herbert sein, wenn ich das richtig entziffere dort vorne. Ja, Johnny Herbert aus dem Rennen. Und warum? Ach, mit Reifenpanne. Er hat einen Plattfuß, da steht dann natürlich sehr gefährlich dort. Es könnte Safety Car geben, aber Safety Car gibt es in diesem Spiel natürlich nicht. Das war wirklich eine sehr gefährliche Stelle, wo Johnny Herbert hier sein Auto abgestellt hat. Kein technischer Defekt, das kann uns auch noch ereilen. Ich möchte es nicht hervorschreien, aber wir spielen ja mit Defekten. Ich glaube, Damon Hill, der ist schon wieder so weit weg. Ich glaube nicht, dass wir den in irgendeiner Art und Weise kriegen werden. Wir haben jetzt ungefähr 2,4 Sekunden Rückstand auf ihn. Ihr könnt das ja mal alles oben in der Anzeige mitlesen. So, der Abstand beträgt jetzt zu Damon Hill. Ist er weniger geworden? Ich glaube nicht. So, 2,2, ja. Wow!
Und da ist Damon Hill ausgeschieden. Dramatisch. Ich hab's gesagt, Defekte können passieren und jetzt Damon Hill passierte Defekt und damit sind wir aufs Podium gefahren. Jetzt de facto Aufhängungsschaden hinten. Hinten links, hier seht ihr's. Und da konnten wir gerade noch so ausweichen. Ich bin fast hinten drauf gefahren, weil ich war jetzt so irritiert davon eigentlich. Hier kommt's nochmal in der Zeitlupe. Also ich hab's gar nicht damit gerechnet, dass Damon Hill da plötzlich am Rand steht. Ja, defekt. Damit haben wir Damon halt doch eingeholt und als nächstes Michael Schumacher dann. Auf den haben wir aber 5 Sekunden Rückstand. Also ich glaube nicht, dass das was wird. Das heißt, wir müssen einfach jetzt hier unseren dritten Platz ins Ziel fahren. Aufhängungsschaden und Reifenschaden haben wir schon gehabt von Johnny Herbert und Damon Hill. Ob das hier streckenspezifisch ist, dass man hier mehr Schaden hat, wenn man hier mal so aneckt, will ich jetzt nicht ausprobieren. Aber wir sind ja auch schon einmal hart eingeschlagen, jetzt sind wir wieder angeeckt gerade. So wie es jetzt unser Rückstand auf Schumacher, könnten wir das einholen. So, der Rückstand beträgt 6,1 Sekunden. Ja, werden ja 8 Runden gefahren in Monaco. 8 mal 3,340 Kilometer auf dieser wunderschönen Strecke durch die Stadt. Durch die Stadtbezirke Monte Carlo und La Contamine in Monaco. Das ist ein Stadtstaat. Was ich interessant finde, ist die Regelung, wenn Monaco, ich sag mal, keinen Nachfolger mehr für den Thron hat, weil es ist ja ein Fürstentum, dann fällt das Land an Frankreich. Oder man hat eine gute Sekunde in dieser Runde verloren. Schumacher fährt uns davon. Hier konnte den Vorsprung um 2,4 Sekunden erhöhen. Ich mache mal kurz eine kurze Pause, weil ich was trinken muss. Und weiter geht es. So, habe nämlich gerade einen kleinen Frosch im Hals gehabt. Ich glaube, den dritten Platz, der könnte realistisch sein. Erster und zweiter glaube ich nicht, dass wir das schaffen werden. In dieser kurzen Renndistanz. Aber hinten Alesi und Häkkinen, die drücken schon ganz schön auf uns. Aber das Ben Coulthard gewinnt, kriegt Schumacher weniger Punkte, nämlich nur 6 statt 10. Und das wäre auch gut für die Weltmeisterschaft, dass dann Schumacher nicht ganz so davon rauscht, sag ich mal.
So, wie sieht es an den anderen Positionen aus? Sechster Berger, siebter Barrichello, achter Katayama, neunter Cesaris, zehnter Irvine, elfter Panis, zwölfter Koma, 13. Alboreto, unser Teamkollege, 14. Brundle und 15. Jos Verstappen. Zwei Fahrer sind schon ausgeschieden, Damon Hill und Johnny Herbert mit Reifen, Defekten bzw. Aufhängungsschaden. Und Alesi und Häkkinen, die drücken ganz schön auf uns und dahinter ist eine ganze Gruppe, ein ganzes Paket. Da haben wir schon 3 Sekunden verloren jetzt. Auf Schumacher sogar schon 4 Sekunden, also den kriegen wir definitiv nicht mehr ein. Also an irgendeiner Stelle verlieren wir hier übelst die Zeit. Das könnte auch mit abbauenden Reifen zu tun haben. Ja, die meisten Siege in Monaco hat Ayrton Senna gehabt mit exakt 6 Siegen. Und auch die meisten Poles hatte er gehabt mit 5 Poles. Und das Interessante in diesem Rennen ist, wenn man gewinnt, kriegt man einen Empfang mit dem Fürst hier von Monaco. Und der Sieger kriegt auch immer den Pokal vom Fürsten überreicht. Und da gibt es auch die Sektdusche. Und ich glaube, es hat sich bisher noch keiner getraut, da mal den Fürsten mit einzuseifen, sag ich mal, mit dem Sekt. Das wäre sicher mal lustig, wenn sich das mal einer trauen würde. Ich glaube, das gäbe gleich einen handfesten Skandal, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ist gleich Mitternacht. Bei mir jetzt ist es soweit, Mitternacht, 0 Uhr. Ich nehme immer noch auf hier. Ja, das war, glaube ich, ein sehr langes Video. Was ich natürlich dann heute auch nicht mehr hochlade, sondern das mache ich dann morgen früh. Also wenn ihr das hier seht. Ich habe zwar im Video 13 Sekunden, aber jetzt schon auf Schumacher Rückstand, das schaffen wir nicht mehr. Ich hätte zwar im Video von Secret Mario Chronicles gesagt, dass es gibt noch Formel 1 an diesem Abend, aber es wird, glaube ich, dann doch erst morgen. Mal das bisschen zusammenschneiden, rendern, hochladen, mache ich morgen einfach. Beziehungsweise heute, wie man jetzt sagen würde, weil es ist ja schon der neue Tag. Gut, wir können es überhaupt nicht absetzen von Gian Alesi, aber das wäre auch meine Taktik gewesen von Imola, die leider schief gegangen ist. Sich irgendwie an die Spitze zu setzen und dann einfach alle anderen hinten zu blockieren, aber durch den Crash am Start ging die Taktik leider nicht auf. Oh, Häkkinen hat Gian Alesi überholt. Sehen wir das zufällig in der Wiederholung, wo das passiert ist am Ausgang des Tunnels. Ja, ist auch schön vorbeigekommen. Mika Häkkinen und Gian Alesi mit Überholmanöver. Sehr schön. Oh, Mika Häkkinen kommt uns gefährlich nahe. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich will den dritten Platz möglichst behalten. Oh, Verzeihung. Das kam jetzt unvorbereitet, dieser Huster. So, jetzt geht's in die letzte Runde. Jetzt müssen wir mal alles geben. Für die 4 Punkte, die wir dadurch abkassieren. Und Schumacher wieder mal schneller. Und wir halten ja das ganze Verfolgerfeld auf. Ihr seht das vielleicht oben in den Abständen. Die hängen alle sehr dicht aufeinander, die Plätze 4 bis 7, also einschließlich wir, also Platz 3 bis 7 sozusagen.
vielleicht Platz 8 auch noch, weil dann kommt zwischen Katayama und des Service noch ein Abstand von ungefähr 3 Sekunden. Dahinter kommt dann direkt Irvine, dann Parnes, Kummers, Andretti, Wandel und Verstappen. Aber Mika Häkkinen, der lässt hier nicht locker. Mit ihrem Rückspiegel seht ihr schon die Schlange. Ich versuche das mal aus der Perspektive zu zeigen. Da seht ihr schon, wir haben schon mehrere Autos hinter uns, die wir nur blockieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr viele sind es. In dem Tunnel kann man sich ein bisschen absetzen. Und die letzte Runde, die gleich zu Ende ist. Jetzt haben wir durch Tabak. Durch Louis Chiron heißt diese Kurve. Die nächste Kurve ist dann der Swimmingpool hier. Interessant ist, dass auf dem Kran ein NFS draufsteht. Ist das vielleicht eine Anspielung auf Need for Speed? So, hier kommt jetzt Raskas. So heißt die Kurve. Gibt es auch gleich diese bekannte Kneipe. Ja, nächstes Mal, dass wir einer ausgeschieden. Alessandro Zanardi, das gucken wir uns noch an, wo weshalb der ausgeschieden ist. Elektronikprobleme. Da steht er. Steht auch sehr ungünstig. Da ist auch Johnny Herbert ausgeschieden. Das ist übrigens der Teamkollege von Johnny Herbert gewesen. Und das ist auch ausgeschieden. So, und wir sichern uns hier an unserem dritten Platz. Mit unserer schönen Autoschlange hinter uns. Da steht ganz starr der Zielflaggenmensch. Und da sind wir ein Dritter. Sehr gut. War mal ein schönes Rennen. Ohne Fehler. Muss man einfach so sagen. Ja, Coulthard hat gewonnen. Zweiter Schumacher, dritter Wir, Pellucci, Martini, vierter Häkkinen, fünfter Alesi, sechster Berger, siebter Barrichello, achter Katayama, neunter De Cesaris, zehnter Irvine, elfter Olivier Panis, zwölfter Comas, dreizehnter Alboreto, das ist unser Teamkollege, vierzehnter Mark Brundle und fünfzehnter Jos Verstappen. Wir warten noch mehr auf die anderen. Können wir hier irgendwie so eine Art Donuts machen? Nee. Ein bisschen betrunken, fahren ein paar Schlangenlinien. Ui! Das war sowas wie die Mauer, warum die ja so schön schwarz, grob, gelb angemalt ist. Keine Ahnung. Ja, hier, was geht ab? Rennen vorüber. Kein Frosch im Hals. Yeah, dritter Platz. Was will man mehr? So, Rennergebnisse. Die ersten 15 hatte ich ja schon vorgelesen. Das machen wir jetzt nicht nochmal. Weiter geht's. 16. Martin Brundle, 17. Gianni Morbidelli, 18. Eric Bernard, 19. Christian Fittipaldi, 20. Heinz-Harald Frentzen, 21. David Brabham, 22. Oliver Beretta, 23. Jean-Paul Benondo und ausgeschieden Zanardi Hill und Johnny Herbert. Ja, das heißt, für die Punkte wie folgt, ich hoffe, ihr zeichnet jetzt das Fenster diesmal auf, hat in der letzten Folge nicht gemacht, David Coulthard 10 Punkte, Schumacher 6, Martini 4, Häkkinen 3, Jean Alesi 2 und Berger 1 Punkt. Für dieses Rennen natürlich und bei den Konstrukteurspunkten kriegt Williams 10 Punkte, Benetton 6, Minardi 4 und McLaren und Ferrari je 3 Punkte. Und für die Fahrermeisterschaft bedeutet das, Michael Schumacher auf Platz 1 mit 32 Punkten, dann zweiter David Coulthard mit 23 Punkten, dritter Damon Hill mit 15 Punkten, vierter Jean Alesi mit 12 Punkten, fünfter sind wir mit 9 Punkten, Luigi Martini, sechster Gerhard Berger mit 6 Punkten, siebter Mika Häkkinen mit 6 Punkten und achter Rubens Barrichello mit 1 Punkt. Und für die Konstrukteursmeisterschaft Williams mit 38 Punkten auf Platz 1, zweiter Benetton mit 32 Punkten, Ferrari mit 18 Punkten auf der 3, dann kommt Minardi mit 9 Punkten auf der 4, das ist unser Team, McLaren auf der 5 mit 6 Punkten und sechster Platz Jordan mit 1 Punkt. Ja, weiter. Ich speichere einfach mal nochmal. Und das nächste Rennen findet dann statt in Spanien. Cool, da freue ich mich schon drauf. Da sind wir sehr warm in Spanien. Und ja, bis dahin wünsche ich einfach mal noch viel Spaß bei meinen anderen Videos.
die dann bis dahin gelaufen werden. Und ja, ich wünsche euch noch was. Und ja, ich verabschiede mich vom heutigen Rennwochenende von euch und sage Tschüss.